Bitte. Ja, dann sage ich mal, herzlich willkommen, liebe Freunde der beziehungsbetriebenen Unterhaltung. Das ist jetzt das erste richtige Video, die erste richtige kurze Fahrt mit der neuen, mit der SMCR. Ich habe die ja am 18. November abgeholt und seitdem hat die nur gestanden, weil die erste Woche, nachdem ich sie abgeholt habe, also am Tag drauf, nachdem ich sie abgeholt habe, hat es geschneit und der lag dann noch eine ganze Weile. Und dann sind wir alle krank geworden. RS-Virus, hurra! Was dieses Winter Leute krank waren, das geht ja auf keine Kuhhaut. Da war ja der halbe Kindergarten krank. Wie gesagt, Ende November und jetzt haben wir Ende Dezember und ich bin immer noch nicht ganz auf der Höhe. Also ich werde im Video die ganzen Muster wahrscheinlich rausschneiden. Vielleicht mache ich am Ende eine Compilation, dann könnt ihr euch das Elend mal anhören. Das ist echt nicht mehr feierlich. Also eine Woche war ich richtig krank und dann ging es so langsam wieder besser, aber der Husten geht nicht weg. Der Husten geht nicht weg. Und so nach 2, 3 Wochen ging es dann los. Dann hatte ich dann irgendwann Schmerzen im Brustkorb, wahrscheinlich von dem ganzen Gehuste. Und jetzt habe ich die auch noch. Also wenn ich niese, das ist, boah, jetzt wird mich einer erdrücken, ja, mit so einer Riesenhand. Das macht keinen Spaß. Aber genug Gejammer. Ist auch keine Spaßfahrt heute, weil wir waren gestern schwimmen. Und da hat unsere Große dann, kurz bevor wir gegangen sind, ein, wie heißt denn das auf Deutsch? Tantrum? Weiß gar nicht. Also die ist halt ein bisschen ausgerastet. Weil sie unbedingt ein Eis haben wollte, wollte unbedingt Calippo, aber er hat gesagt, nee, du hast heute schon hier Capri-Sonne gehabt und gebrannte Mandel, genug süßer Kram, ja. Drama, die hast du kaum mehr aus dem Schwimmbad rausbekommen. Irgendwann haben wir es dann doch geschafft. Naja, und in der Hektik haben wir dann halt leider die beiden Spielgießkannen vergessen und irgendwie haben wir es geschafft, in der Umkleide die Lieblingsgummistiefel von der Kleinen zu vergessen. Oh je, oh je. Die hat es aber ziemlich gut weggesteckt, muss ich sagen. Die war gar nicht mal traurig. Die hat nur gemeint, oh, Gummistiefel vergessen. Naja, also jetzt fahre ich halt nochmal zurück zum Schwimmbad und schaue, ob die das im Suchen und Finden mittlerweile drin haben. Weil gestern, als wir gegangen sind, war noch nichts drin. Und der Typ an der Kasse, der war irgendwie auch ziemlich planlos. Der wusste auch nichts. Naja, egal. Aber gute Gelegenheit, jetzt mal bei dem ersten schönen Tag seit Wochen das Motorrad auszuführen. Ich habe auch leider gar nicht so viel Zeit. Ich muss in 1,5 Stunden wieder zu Hause sein. Dann kommen nämlich die Pellets. Muss dann auch mal schauen, hier Wärmeverluste am Haus optimieren, weil ich habe irgendwie den Eindruck, die gehen ziemlich schnell weg. Ich habe im Juni nachgekauft und wir sind ja erst im September eingezogen. Und jetzt sind schon wieder 3 Tonnen weg. Ich weiß gar nicht, ob das ein normaler Verbrauch ist. Es ist halt Altbau, da ist ja fast nichts isoliert. Beim Dach anscheinend schon, da ist Mineralwolle drin. Aber ob die da eine Dampfsperre drin haben, weiß ich nicht. Und Dämmung ohne Dampfsperre ist natürlich komplett sinnlos. Ja? Also da geht natürlich dann alles verloren durch die Ritzen. Eine Aufgabe für die nächsten Wochen, Monate, da mal zu gucken, was da neu gemacht werden muss. Wir haben ja auch noch eine Menge Glasbausteine im Haus. Wir haben im Flur Glasbausteine und im Badezimmer. Und was da an Wärme verloren geht, irre. Was du da an Kondensation hast. Also dieser Scheiß muss weg. So, was machen wir heute noch? Sitzbank testen. Ich habe nämlich hier die KTM Powerfarts Sitzbank. Nach diversen Recherchen im KTM-Forum haben viele gesagt, ach, die bringt gar nichts. Und einige sagen, oh, die ist super. Und andere sagen, ja, du musst dir vom Bade musst dir was holen oder Seat Concepts. Aber die kosten alle ziemlich viel. Und ich habe die sehr günstig gefunden im Ausverkauf von so einem KTM-Händler. Die Frage ist dann natürlich, warum sagen manche Leute, die Sitzbank ist super und manche sagen, die Sitzbank ist scheiße. Vielleicht hätten sie mal ihr Gewicht dazu schreiben sollen. Vielleicht besteht da ein Zusammenhang. Ich will ja jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich bin ja ein Fliegengewicht. Ich habe mich gestern gewogen, weil ich hatte den Eindruck, dass ich ein bisschen Gewicht verloren habe. Und ich habe auch ein bisschen Gewicht verloren durch die Erkältung. Ich bin zarte 63 Kilo leicht. Und ich meine, ich sitze so eine Sitzbank nicht so schnell durch wie so ein 100-Kilo-Mann. Also bisher fühlt sie sich ganz gut an. Ich weiß auch gar nicht, was da anders sein soll. Ob da jetzt Gel drin ist oder anders Schaum oder ob die dicker ist oder ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Hauptsache, sie fährt. Hauptsache, man kann drauf sitzen. Ich glaube, womit ich mich erst noch ein bisschen anfreunden muss, vor allem in der Stadt, ist die längere Übersetzung von der hier. Die ist ja Standard übersetzt. 1642 müsste das sein. Meine ist etwas kürzer. Meine SMC. Komme ich im Ort ein bisschen besser mit zurecht, also mal überlegen, was ich da mache. Was haben wir ansonsten jetzt noch gemacht? Navi-Halter habe ich mir dran gedacht, den Original-KTM-Halter. Das war vielleicht ein Aufwand. Meine Güte. Da hast du hier diese Minischrauben, da musst du dann
deine Halterung für dein spezielles Navi dran machen. Da kommst du nicht mehr dran, wenn die Plastikhalterung schon auf der Gabelbrücke ist. Das heißt, du musst erst machen. Dann musst du diese Stromversorgung vom Garmin hier irgendwo raustüdeln. Hier kommt das Kabel raus, ja, und damit das kleine Ding da durchgeht, musst du die Unterteil von der Maske lösen, etwas nach vorne schieben. Oh, dann musst du hier natürlich wieder die Klemmungen richtig dran machen mit dem richtigen Drehmoment. Das war auch gar nicht so leicht, dass da kein Spalt ist. Aber danke nochmal an Gradmelder24 für den Tipp. Beim nächsten Mal werde ich es beherzigen. Ja, und dann bring mal diesen Spannungswandler, diese kleine Brotdose, hier unter der Maske irgendwo, ja, verort die mal, wo die nicht stört, wo die nicht scheuert, wo du dann die Maske wieder schön dran machen kannst. Das war auch nicht so einfach. Aber jetzt habe ich es geschafft und ich bin auch ganz zufrieden. Schönen neuen Auspuff habe ich ja auch dran, den Leo Winschen hier, jo. Aber ich höre davon fast gar nichts, weil ich fahre immer mit Ohrstöpseln. Ich fahre aber nicht mit Ohrstöpseln, weil das Moped zu laut ist, sondern wegen den Windgeräuschen. Die machen die Ohren kaputt. Die schädigen das Gehör mehr, als man denkt. Auch wenn man denkt, man hat einen leisen Helm. Lasst euch mal Ohrstöpsel machen, die auf euren Gehörgang angepasst sind. Das macht einen riesen Unterschied, wie Tag und Nacht. Und dann hört man auch noch das Intercom. Also wenn ihr jetzt Musik hört über ein Kado oder ein Zehner oder Gespräche, hört man wesentlich besser. Weil diese Dinger, die filtern nur bestimmte Frequenzen raus. Die filtern nur die tiefen Frequenzen raus. Kannst du sogar verschiedene Einsätze reinmachen für das jeweilige Frequenzspektrum. Sehr geile Sache. Die waren jetzt auch nicht so mega teuer. Also in meinem Fall haben sie gar nichts gekostet, weil ein freundlicher Abonnent hat die für mich gesponsert. Aber kann ich nur empfehlen, mach das mal. Das war auch lustig. Dann kriegst du erstmal so ein kleines Wattebäuschle ins Ohr mit einem Faden dran, dass man es wieder rausziehen kann. Und dann wird so Schaum reingefüllt ins Ohr. Das hat irgendwie so ein bisschen die Konsistenz von Mousse au Chocolat. Und dann kommt auf der Seite ein Deckel drauf, ein kleiner Plastikdeckel. Und dann hockst du da irgendwie 5 Minuten. Bis das fest ist und dann wirst du da rausgezogen. Ja, und dann werden basierend auf der Form von deinem Gehörgang die Ohrstöpsel dann gemacht. Ich wusste gar nicht, was für komische Formen so Gehörgänge haben können. Also jeder Gehörgang ist anders geformt, hat andere Größe und mein Gehörgang ist wohl angeblich ziemlich klein. Ich zeige euch mal ein Foto von meinen Ohrstöpseln, das ist ganz interessant. Die Farbe kannst du auch aussuchen. Und dann ist dann auch noch so ein kleines Werkzeug dabei, womit du den Ohrenschmalz wieder rauspopeln kannst. Weil die Dinger, die machen das Ohr nicht komplett zu, wie so ganz billige Schaumstoffohrstöpsel, sondern die lassen halt, wie gesagt, gewisse Frequenzen durch. Das heißt, du hast dann innen ein ganz kleines Loch. Ja, und das solltest du natürlich dann auch frei halten, wenn sich da der Ohrenschmalz einnistet. Weil irgendwann kommt da ja nichts mehr durch. Ich weiß nicht, wie viel Gelump jetzt auf der Linse ist, ja? Also mein Helm ist ziemlich voll. Muss dann gleich mal wischen, wenn ich hier vorbeigefahren bin. Mann, ist das ganz schlechte Sicht heute, ey. Ist das schlecht, ey? Das ist so wie ein überbelichtetes Foto. Eieiei, nee, jetzt müssen wir mal aufmachen, die Luke hier. Sonst... Oh, der gischt auch noch, ey. Alter! So, jetzt darf man hier vorne mal wieder sauber machen. Ich hoffe mal, ich krieg's hin. So eine komische Linsform. Also, wenn das Bild jetzt kacke ist, da kann ich jetzt leider nichts mehr machen. Das ist halt leider so. Heizgriffe. Hat sie nicht. Ich fahre jetzt einfach mal eine Weile ohne und guck mal, wie ich so aushalte. Die Handprotektoren sind unterschiedlich hoch, habe ich gerade gesehen. Da muss ich nochmal ran. Die sind ja auch lustig, ne? Was habe ich denn da gemacht? Irgendwas wollte ich machen. Ach, da war noch so ein Aufkleber hier vorne auf dem Bremsflüssigkeitsreservoir, den niemand abgemacht hat. Und da bist du nur hingekommen, wenn du diesen Handprotektor da abmachst. Und die sind ja wirklich ulkig. Also, wer überlegt denn sich sowas? Da ist hier rechts eine Torx-Schraube, eine Holzschraube. Dann hast du hier eine Sechskantschraube, auch so ein Holzding. Nochmal eine. Und dann hier vorne rein auch. Aber die geht, glaube ich, von innen nach außen. Die ist verdeckt, da kommst du gar nicht ran. Das heißt, du musst hier den Kabelbinder abmachen. Und dann musst du hier an der Seite den Einsatz abmachen. Sonst kommst du da gar nicht ran. Warum hat denn das 4-Schraub das Ding da vorne, verstehe ich nicht. Worauf ich ja sehr gespannt bin, ich habe es dem Röhnschrat schon gesteckt. Er kann ja mal wieder zu Besuch kommen. Und dann fahren wir mal back-to-back neue und alte SMC, beziehungsweise SMC und SMCR, weil der Unterschied bei den Motoren ist schon echt krass. Also was du da an Laufruhe und Komfort hast bei den neuen, bei den Up EU4, das ist so
unterschiedlich. Und das merkst du nicht wirklich, wenn du sagst, die hat einen Helm auf. Oh, Daunenjacke, geil. Das merkst du gar nicht, wenn du eine lange Zeit mal die Euro 3 gefahren bist und dann die Euro 4. Und da liegen ein paar Tage dazwischen. Das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Aber ich glaube, wenn du die mal wirklich direkt im direkten Vergleich fährst und dann dieselbe Strecke, dann merkst du mal die Unterschiede. Ich finde es ja selber lustig. Ne? Ich bin da noch an einer privaten Probe gefahren vor ein paar Monaten. Und da bin ich mit meiner hingefahren und dann bin ich die hier Probe gefahren. Eigentlich selbst Modell, ich glaube so eine 19er. Und dann bin ich zurückgekommen und mir gedacht, oh, irgendwie ist es so langweilig, da rüttelt nichts. Das ist alles so smooth. Aber inzwischen denke ich mir, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, aber bei der privaten, da waren noch ein paar andere Sachen, die mir nicht gepasst haben. Da waren ein paar Anbauteile, die fand ich nicht schön. Und die hatte auch einen Sturz. Und für den aufgerufenen Preis war das nicht angemessen, war dem Zustand nicht angemessen. Ja, also schauen wir mal, wie lang die alte noch im Fuhrpark bleibt. Also es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, zweimal fast das gleiche Moped zu haben. Das macht finanziell absolut keinen Sinn. Und auch vom Zeitaufwand her musst du ja beide pflegen. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr, die 100.000 voll zu machen. Ich habe nämlich schon einen Trip geplant nächstes Jahr. Da sind Kollegen von mir schon in die Planung gegangen, allerdings nicht Motorradfahrer. Die fliegen dann hin und machen da irgendwelche Exkursionen, suchen irgendwelche Viecher, irgendwelche Pflanzen. Naja, aber die haben gesagt, die wollen nach Sardinien. Und bei Sardinien, da haben wir dann gleich alle Glocken geläutet. Ja, Motorradfahrer-Mekka, Sardinien noch nie da gewesen. Geil, geil, fahr mal hin. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ihr da hinfahrt, wenn ihr da hinfliegt und euch ein Hotel bucht, sagt Bescheid, wo ihr seid, ich komme mit dem Moped. Ich habe jetzt mal geschaut, bis zur Küste sind es 1000 Kilometer, also das schaffe ich an 2 Tagen. Muss mal schauen, wo ich dann zwischendurch runterkomme. Und dann mit der Fähre rüber, ich weiß auch gar nicht, wie lange die braucht. Ich hab nur ganz kurz ein bisschen geschaut. Ja, und dann halt in Sardinien noch ein paar Kilometer abspulen und dann, wie viel schaffe ich in Sardinien? 500 Kilometer, sagen wir mal 1000 Kilometer. Das heißt, die ganze Strecke, 3000 Kilometer, die hat jetzt 94, das heißt 97 nach dem einen Trip. Dann brauche ich nur noch 3 und das sollten wir auch irgendwie noch schaffen nächstes Jahr. Und dann hätten wir die 100 voll, das wäre doch sehr schön. Eigentlich wollte ich heute ein Video über ein ganz anderes Thema machen, aber da habe ich mich wohl vorbereitet. Das ist dann so eine kurzfristige Idee gewesen, die kam mir noch gestern beim Einschlafen. Ich habe ja vor 7 bis 8 Jahren oder noch mehr sogar, zwischen 2013 und 2015 habe ich ein Video gemacht, das nannte sich Schmeißt eure Handys weg, und da ging es um diese soziale Verwahrlosung, diese soziale Verkümmerung, hervorgerufen durch Social Media, Web 2.0 und diese allgegenwärtigen Handys. Das ist ja noch mal viel schlimmer geworden, wenn du mich fragst. Ich habe den Eindruck, manche Leute, die können gar nicht mehr sich mit anderen normal unterhalten. Die wissen gar nicht mehr, was sie sich gegenseitig erzählen sollen. Die sitzen rum, holen ihr Handy raus und dann wird halt irgendwas gemacht auf dem Handy, was auch immer. Ich sehe ja nicht, was die machen. Wahrscheinlich wird der Feed gecheckt oder die E-Mails. Und da wird dann hin und wieder mal irgendein unverständlicher Semi-Grunzlaut von sich gegeben, so ja, und das war's. Mehr Kommunikation findet da nicht statt. Jeder starrt auf sein scheiß Handy. Alle kriegen Nackenschmerzen. Die Orthopäden werden sich freuen. Schlimm. Da waren wir gestern im Meckes nach dem Schwimmbad und da saßen neben uns 5 Jungs. 4 Jungs mit Vater. Und alle haben sie auf ihrem Handy rumgetippt. Alle. Da hat sich niemand unterhalten. Die ganze Zeit, wo wir da waren, nicht. 20 Minuten. Ich meine, wozu trifft man sich da überhaupt noch? Das ist doch vollkommen sinnlos. Ich sehe das sogar in meinem eigenen Freundeskreis teilweise. Da ist man dann zusammen, ja. Und weil man schon die ganze Zeit die Möglichkeit hat, sich auszutauschen über WhatsApp-Gruppe, übers Handy, sich irgendwelche blöden Bilder hin und her schickt, eigentlich immer so mehr oder weniger auf dem neuesten Stand ist, aber halt immer so ein bisschen schlückchenweise, dann weiß man gar nicht mehr, was man sich erzählen soll, wenn man dann mal wirklich zusammensitzt. Oder noch ein anderes Beispiel, Silvester. Silvester gefeiert bei Freunden bis 12 Uhr, alles cool, schön was getrunken, schön was gespielt, Blödsinn gemacht. Dann hier 12 Uhr Raketli raus, tralala, und ha, frohes Neues.
und spätestens 5 nach 12, spätestens 10 nach 12, alle am Handy, nur noch am Nachrichten schreiben an andere Leute. Da kam dann die Interaktion, die lokale, völlig zum Erliegen. Was soll denn das? Und es hat sich dann auch nicht wirklich mehr geändert, ne? Sobald irgendjemand in sein Handy reingesaugt wird, dann fallen alle um. Ich finde das grauenvoll. Ich komme noch aus einer Generation, da hat man das anders gemacht. Ich hatte mein allererstes Handy mit 20 und das habe ich mir auch nicht deswegen gekauft, weil ich dachte, oh, ich muss cool sein, ich muss dabei sein, sondern das war aus praktischen Gründen, damit ich mich mit meinem Bruder in der Stadt verabreden kann, wenn wir mal einfach unabhängig voneinander in die Stadt gegangen sind und uns dann wieder treffen wollten. Meine Jugend! Ja, da hat man sich einfach verabredet. Da hat man gesagt, okay, wir treffen uns am nächsten Freitag da und da um so viel Uhr. Und dann hat man das halt auch so gemacht. Und dann waren wir dann auch da und dann waren wir dann auch pünktlich. Und da hat man dann nicht, wie heutzutage, dann Viertelstunde, 10 Minuten, 5 Minuten vorher geschrieben, oh, ich brauche noch 10 Minuten, ich brauche noch ein bisschen länger. Und alle warten. Unhöflich. Das ist ja auch so eine Krankheit, ne? Das ist auch so diese Unverbindlichkeit. Man kann ja schreiben, ach, ich komme ein bisschen später oder ich melde mich dann nochmal. Ah, wo seid ihr jetzt gerade? Ja, wir sind hier und da. Ja, dann komme ich da hin. Aber es ist natürlich schon praktisch, klar, dass man sich da schön verabreden kann, wenn man unterwegs ist. Aber wie gesagt, diese Unverbindlichkeit auch, ne? Und auch diese Texterei. Man weiß ja gar nicht, manchmal schreibst du mit jemandem, dann hört derjenige irgendwann auf zu schreiben. Und so eine richtige Verabschiedung gibt es auch nicht. Ne? Das ist halt einfach irgendwie so beiläufig die ganze Zeit. Wie wenn du jemanden in der Stadt triffst, kurz, so einen Bekannten, so einen Freund und quatscht halt ein bisschen. Aber man sagt nicht Hallo, man sagt nicht auf Wiedersehen. Ich finde das alles sehr komisch. Die jüngere Generation, kennen das ja gar nicht mehr anders. Also ich kenne Mädels, da haben dann die Eltern irgendwann widerwillig ein Handy kaufen müssen, weil die im Freundeskreis halt überhaupt nicht mehr am Ball waren. Weil das ging halt alles nur noch über irgendwelche blöden Chatgruppen. Da hat man sich überhaupt nicht mehr so in der Schule verabredet. Ich finde das echt grauenvoll. Und ich muss auch echt häufig an diverse Filme denken. Dystopische Filme, die dann so ein ziemlich negatives gesellschaftliches Bild zeichnen, wie zum Beispiel Idiocracy. Wenn ihr Idiocracy nicht geschaut habt, schaut euch den an. Der ist herrlich. Herrlich. So die erste Hälfte, sehr gut, sehr schön, sehr gesellschaftskritisch. Die zweite Hälfte, naja, da geht es dann nur noch um Unterhaltung. Aber der Anfang ist absolut herrlich. Wenn ihr den Film gesehen habt und habt euch so gemerkt, was sind denn die Aussagen des Films, welche Entwicklungen werden dann so karikiert, dann fällt mir persönlich sowas hin und wieder tatsächlich mal auf. Vor allem in Bezug auf Werbung und diese fehlende Selbstverantwortung von manchen Leuten. Ah, ich glaube, ich könnte das stundenlang noch drüber erzählen. Aber wie gesagt, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Das ist jetzt einfach mal so frei rausgesprochen. Klassischer Blog. Phil hat sich null vorbereitet. Erzählt einfach mal wie früher. Ja, wobei, das mache ich eigentlich immer. Ich weiß nicht, wie die meisten Leute das machen. Ob viele Blogger sich tatsächlich vorbereiten, sich ihr Skript darunter schreiben und über was sie reden wollen, ihre Argumente, mache ich nicht. Ich fahre einfach los und rede ganz spontan. Und da wird es schnell geschnibbelt, zack, 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 zack. Nicht lang rumgemacht, abgelaut, puff, fertig. Naja, manchmal muss man sich halt mal auch was von der Seele reden. Ne? So, jetzt sind wir in Pfalz-Höchheim gleich. Nicht mehr lang bis Würzburg. Ich lasse mal laufen. Wenn mir noch was einfällt, werde ich es erzählen. Wenn nicht, dann sage ich jetzt schon mal auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt kommt die Hust Compilation. Die kam schneller als gedacht.